Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus dem wunderschönen Hunzegrab. Ich muss mal schauen. Wir wollen den Glühweinstand machen und den machen wir natürlich wieder mit rotem Lehm und, ja. Also ähnlich, ne? Dass wir so ein bisschen Gleichmäßigkeit haben hier auf dem Weihnachtsmarkt. Dass nicht jede Bude gleich ist. Also, dass jede Bude so ein bisschen gleich ist, meine ich natürlich, damit man das ein bisschen erkennt. So, jetzt schauen wir doch mal. Wir haben den roten und dann brauchen wir noch auf jeden Fall noch einen Meterstein. Den finden wir aber auch. Unser Glühweinstand. Wir müssen den auch noch anzünden. Irgendwo muss ja noch das Feuerzeug eigentlich sein, ne? Aber fragt mich jetzt mal, wo ich das... Da ist es. Hier ist das Feuerzeug. Sehr schön. Wir können auch die Dinger nehmen. Können auch die Dinger nehmen. Dann haben wir noch den Stern damit drauf. Also den... Ja, eigentlich ist es ja ein Netherstern. Also so ein Netherkristall. Aber mit viel Fantasie kann man auch sagen, es ist ein Stern, ne? Könnte man. So, wie groß wollen wir die Bude machen? Ich würde sagen, dass hier so ein Ding auf jeden Fall dahinter ist. So, wäre das ja dann, ne? Und dann wäre hier noch einer. Zack. Okay. Quatsch. So groß müssen wir die Bude schon machen, ne? So groß müssen wir die Bude schon machen. Oder man sagt halt, ja, wir machen die erstmal so. Also unseren Stand hier, ne? Da müssen wir vorsichtig sein. Das ist ja hier, okay, so. Ja, da, hier kommen noch alle ran. Das ist sehr schön. Und dann haben wir einen, wo die Leute dann da verkaufen können. Müssen wir uns irgendwo noch einen Eingang lassen oder so. Aber erstmal mache ich jetzt einmal ringsrum hier das mit den Blöcken. Für den Verkaufsstand, natürlich, klar. Oder was hast du dazu? Alter, Recke. Findest du auch gut, ne? Ja. Okay, so. Oh, halb in den Arm reingesetzt, diesen Block. Wir müssen gleich mal gucken, was unsere Kartoffelleute machen. Ob unser Kartoffelstand schon ordentlich hier Kartoffeln produziert hat. Da schauen wir gleich mal nach. Hier muss natürlich dann noch Fußboden rein, ganz klar. Und den werden wir gleich einen höher machen, damit die besser an den Kessel rankommen, ne? Ganz klarer Fall. Haben wir den noch? Haben wir nicht. Aber ich habe ein paar Bäume angepflanzt. Da hinten sind sie auch schon gewachsen, 3 an der Zahl. Und mir ist aufgefallen, dass die Eichen hier sehr kurz sind, also sehr niederstämmig sind. Das liegt wahrscheinlich an dem Klima, an der vielen Kälte. Deshalb sind hier die Bäume nur so kurz. Könnte ich mir vorstellen. Ja, Leute, bald ist es soweit. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ich habe gar keinen Schluck getrunken. Ah, lecker Wasser. Bald ist es soweit. Bald ist Weihnachten. Und wer die Geschichte nicht kennt, warum wir hier in einem winterlichen Ort rumspringen und versuchen, einen Weihnachtsmarkt aufzubauen und das auch noch unter einem unglaublichen Zeitdruck, denn bald ist ja schon Weihnachten der 24. Bis dahin muss er fertig sein. Der kann sich ja mal die Folgen davor angucken. Da wird das Ganze erklärt, ne? Denn der San Andreas Klausbert war ja früher Pastor, Pfarrer von diesem Ort. Und die Leute, also soll ich es nochmal erklären? Nö, ne? Guckt euch die anderen Folgen an. Ganz einfach. Auf jeden Fall, im Endeffekt müssen wir es schaffen, hier einen Wintermarkt zu bauen, einen Weihnachtsmarkt, und den Ort schöner zu machen. Noch ist uns nicht sehr viel davon gelungen. Weihnachtsmarkt ist jetzt schon da, kann man so sagen. Ich zünd das jetzt mal an. Muss natürlich dann noch Glühwasser, Wein, Glüh, ja, Krams rein. So, brennt. Kann man sich jemand verbrennen? Nö. Kann man nicht. Kann man da Lava reinkippen? Das ist die Frage, ne? Wir machen erstmal das Experiment hier mit den Leuten. Nicht, dass mir da irgendwer noch brennt. Hier, Oma, renn mal da rein. Ich will mal gucken, ob du brennst. Es wird dunkel, verdammt. Oh, entgleist. Was ist denn das hier? Entgleisung oder was? Ja, warte, mach ich morgen. Muss jetzt nochmal... Na komm, nicht die ganze Nacht. Ups. Muss man aufpassen, nicht, dass man da auf den Zehennagel haut. Dann gibt's Ärger mit den Eisengolems. Gibt's richtig Lasche von denen. Ja, das muss alles weg hier. Das ist doch alles hässlich. Das muss alles so weit weg. Und dann machen wir hier schöne Gärten hin. Das wird dem, besser gefallen. Wir können hier vielleicht so Lampen hinmachen. Na, oder so. Wir gehen erstmal schlafen. Tür zu und gute Nacht. Ich habe mal gar nicht geguckt, ob wir überhaupt alleine sind. Moment. Stopp. So. Jo, ist keiner da.
Heute Vormittag war noch der Tomcat da. Der hat schon fleißig aufgenommen. Und jetzt bin ich fleißig im Aufnehmen sozusagen. Vorproduzieren so ein bisschen für Weihnachten. Aber wie schon gesagt, heute ist ja erst der 17. Wo ich das jetzt aufnehme, ist der 17. Guck mal, und da können wir doch hier dann... sieht doch besser aus so. Kann man schön das Gebäude auch sehen. Da kommt dann auch noch ein richtiges Holzdach drauf. Auch hier kommen vernünftige Dächer drauf. Das machen wir schon schick hier. Die Frage ist halt nur, ob wir es dieses Jahr noch schaffen. Hier vorne muss noch so eine kleine Butze hin. Wir haben jetzt ja Holz gemacht. Passt mal auf. Wir haben jetzt ja Holz gemacht und wir können ja auch wieder neues Holz anpflanzen. Das ist ja nicht das Problem. Das machen wir auch gleich mal. Gleich wieder hier hinten. Jetzt kommen die richtig in Fahrt hier mit ihrem Karussell. Eine Lore haben wir noch in der Tasche, ne? Ja, ich weiß. Hannelore war das, glaube ich, die noch bei uns in der Tasche ruht. So, hierhin, dahin, dahin. Und da haben wir sie alle wieder verbaut. Haben wir gleich wieder neues Bauholz. Hieraus machen wir uns gleich wieder diese Platten. Und damit legen wir dann den Glühweinstand aus. Der schon sehr interessant aussieht. Hier mit dem Feuer. Ja, doch. Da müssen wir aufpassen. Nicht, dass da so ein kleiner Dorfbewohner reinrennt oder so. Aber kann er normal nicht. Ich glaube, hier kann keiner reinrennen. Okay, passt auf. So, was wollte ich jetzt machen? Ah, nee, Quatsch. Alles nochmal Retura. So, machen wir erstmal ein paar von. Ich glaube, das reicht. Zack. Wir haben auch unglaublich viele Kinder hier. Wir bauen natürlich auch viel für Kinder. Ja, jetzt kommen hier diese Platten rein. Ja, da, sonst kriegen die ja kalte Füße. Die Leute, die hier arbeiten im Glühweinstand, könnt ihr euch ja vorstellen, dass die dann irgendwann kalte Füße kriegen, ist ja klar. Und hier ist auch noch der Vorteil, selbst wenn es jetzt schneit, dürft ihr eigentlich nichts mehr drauf spawnen. Und außen machen wir auch nochmal so. Moment. Für die Leute, die draußen stehen, die sollen ja auch nicht. Jetzt, die Probe auf... Hier ist nichts passiert, ne? Aber hier würde ich das sagen, legen wir das einfach ein tiefer. Wir sind ja nicht dumm. Genau. Was? Nein, wir sind nicht dumm, habe ich doch gesagt. So, müssen wir wieder ein bisschen Erde wegschaffen. Aber ist kein Problem. Eins zu viel. Jetzt werden hier gleich wieder alle Dorfbewohner in diese, eben entstandene Rille reinlaufen. Ja, das war mir klar. Das war mir so klar, Oma. Was, du kommst an Glühwein nicht rein? Ist noch gar keiner da. Ist noch gar nicht warm, der Glühwein. Was denn jetzt? Arrs. Ah, brauchen wir eh eine neue Schaufel. Verdammt. Und wir haben schon wieder so viel Schneebälle. Schon wieder so unglaublich viel Schneebälle. Dass wir die erstmal wegschmeißen müssen. Schneeballgewitter! Eiserner Kerl! Bam, 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 bam. Hier sind auch noch welche. Was passiert eigentlich, wenn wir den Schneeball abschießen? Ach du Schande. Ist ja schon noch ein bisschen sauer, ne? Auch längerfristig? Es war doch nur ein Schneeball. Das war doch nur ein Schneeball. Alles wieder gut? Alles wieder gut. War nur echt nur ein Schneeball. Oh, was? Ui. Der vorher noch einen Dips gehauen. Es war echt nur ein Schneeball. Reg dich doch nicht so auf. Verdammt. Hier so. Schneeball. Boah. Ach, hör auf. Das macht die Sache nicht gerade leichter. Du bist nicht sauer, ne? Ja, gut. Das macht die Sache nicht gerade leichter, wenn der jetzt sauer auf uns ist, ne? Meine Güte, ey. Man wird doch mal einen Spaß verstehen. Wochenlang ist man hier nur am Arbeiten. Und dann macht man mal einen kleinen Scherz und schon wird man hier 20 Meter durch die Luft geschlagen. Heieiei. Ja, hat's gleich Prügel gehagelt. Naja, gut. Kann man ja auch verstehen, ne? So. Und ich wollte eigentlich, mir ja hier eine... Schaufel bauen, genau. Mein Gott, sind die empfindlich. Diese eisernen Kerle sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Komm her, da machen wir jetzt auch gleich mal das raus. Und dann können wir auch hier wieder schön uns entlang buddeln. Gibt wieder neue Schneebälle, ich freue mich in Ast. Also merkt euch das, eiserne Kerle reagieren allergisch auf Schneebälle. Anscheinend. So, dann haben wir hier unseren schönen Kessel. Da kann man sich nicht dran verbrennen, das hat man ja schon gesagt. Und du kannst, ja, du kannst dir da Glühwein rausholen, genau. Und du kannst dich da eigentlich nicht dran verbrennen. Theoretisch. So, und dann würde ich nämlich hier oben dann auch schon ein schönes Dach drauf machen.
Man könnte jetzt zwei Sachen machen. Entweder könnte man hier natürlich auch so Säulen hinmachen, die das Dach halten. Was denn, was denn, was denn? Oder, ja. Hier könnte man auch Kisten noch irgendwo hinstellen. Das machen wir auch noch. Aber wie schon gesagt, dieser Glühweinstand ist ja eher eine gefühlte Angelegenheit. Also eine, naja, es wird sehr schwer sein, hier Glühwein rauszuzapfen. Außer wir kriegen irgendwie eine Kuh in den Kessel. Dann kann man Milch rauszapfen. Ich mache jetzt mal Wasser rein. Hier aus dem Dorfbrunnen oder unten aus dem See. Also aus dem Fluss. Wie heißt der Fluss eigentlich? Habt ihr eine gute Idee, einen guten Namen für den Fluss? Dann schreibt ihn bitte in die Kommentare. Ich werde ihn dann auch bestimmt übernehmen, wenn er mir gefällt. Also nicht garantiert, aber wenn er mir gefällt, dann übernehmen wir den gerne. Jetzt habe ich allerdings hier überall schon den See soweit abgedichtet. Noch sauer? Nö, geht. Hat sich wieder eingekriegt, ne? Hui. War ganz schön sauber. Na, kann man ja auch verstehen. Na, so ein eiskalter Eisball. Ich hatte den auch schon verdammt lange in der Tasche. Aber wenn du den so vom Dez kriegst, das ist ja auch nicht so nett. So, hier müssen wir doch eigentlich Wasser wegnehmen können. Ja. Sehr gut. Gleich noch was essen. Während des Schwimmens im Eiswasser gleich noch was essen, das ist ganz wichtig. Eisbaden könnte man hier auch noch machen. Mir fallen noch so viele tausend Sachen ein, die man hier auf so einem Weihnachtsmarkt machen könnte. Nicht mehr sauer, ne? Alles gut. Alles gut. Ja. Haben sich wieder eingekriegt. Na, wunderbar. Ist unser Ansehen bei der Dorfbevölkerung natürlich gesunken, dadurch, dass wir uns hier mit einem eisernen Kerl geprügelt haben. Aber so ist das nun mal. Man kann nicht immer, ne? Es kann nicht immer nur alles gut laufen. Also wir könnten jetzt natürlich sagen, wir machen hier sowas. Wir könnten auch sagen, tun. Ach ja, da war ja was. Wir machen hier meinetwegen nochmal die Poller hin. So, ne, an den Seiten zumindest so ein bisschen. Dann, ja, würde ich doch sagen. Hui. Gibt auch gleich wieder ein paar Punkte. Oh Gott, wir haben ja auch so unglaublich viele Abenteuerpunkte, wollte ich schon sagen. Wir haben auch ziemlich viele Punkte hier schon gesammelt. Hier mache ich jetzt aber erstmal Wasser rein. Das glaubst du aber. Ah, komm, nehmen wir kurz das. So, dann müssen wir wahrscheinlich hier das nochmal abbauen. Ups, nicht verbrennen. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass da kein Dorfbewohner reinspringt oder so. Hops, hops. Zack, Wasser rein. Und Kette drauf, ne? So, schön die Kette wieder dran. Und ich glaube, hier kann man jetzt keinen Hebel anbringen. Das ist ein bisschen schade. Weil dann hätte man gleich so einen Zapfhahn, ne? Für den Glühwein. Na, okay. Das reißen wir wieder ab hier. Das war ja nur, damit wir da hochkommen. Und dann können wir hier gleich noch einen Flock draufsetzen. Für das Dach, ne? Soll ja so ein bisschen schräg werden, das Dach. Ist total traurige Musik, aber nichts anderes. Besser. Besser, besser. So, Freunde. Den Eimer beiseite. Ich muss mich mal besser organisieren hier, ich weiß. So und so. Dann für das Dach. Für unseren kleinen Glühweinstand. Dann brauchen wir noch den Leckereienstand. Den machen wir dann in der nächsten Aufnahme sozusagen. Oh, kleiner Huster. Ah, den muss ich aber hinterher rausschneiden. Unbedingt. Das darf ich nicht vergessen. So, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt müssen wir hier im Grunde nur noch das Dach draufsetzen. Und das würde ich sagen, machen wir aus Schwarzeiche. Traditionell. Schauen wir mal. Weil hier haben die Dächer haben wir auch aus Schwarzeiche gemacht. So, da haben wir gar nicht mehr so viel. Doch hier haben wir noch 62 Schwarzeichenstufen. Das ist doch schon mal eine Hausnummer. Das ist schon mal eine Hausnummer. Die dürften eigentlich auch nicht anfangen zu brennen. Und schaut mal, die Leute haben hier einen Spaß. Na, habt ihr euren Spaß? Da sind da zwei in einem Wagen. Hier immer nur einer in einem Wagen. Die verrückten Typen. Immer nur einer in einem Wagen. Das kann doch gar nicht so schwer sein, oder? Aber naja, manchmal macht es ja auch mehr Spaß mit zu zweit. Manchmal ist zu zweit ja auch schöner. So, Freunde. Das Dach. Das Dach wird nicht so flach. Aber warte. So dachte ich. Ne? So. Der Höhe. So, der erste Ring. Ja. Würde ich doch sagen. Tue ich doch sagen, tun. So. Einmal.
Wir müssen ja auf die Höhe da unten kommen, ne? Können wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Achso, beim nächsten Mal werden wir dann noch ein tiefer und dann wird es doch passen, oder nicht? Hm, wenn ich jetzt hier was untersetze, so, zack. Ach so, okay. Hm, dann müssen wir den nochmal... Ja, wir müssen den jetzt nicht unbedingt wegnehmen, ich weiß. Aber wir werden ja dann hier nochmal ein tiefer. Nämlich genau so. Kann der wieder weg. So, zack. Und dann... Doch, das passt doch, genau. Hier ein, genau. So wäre dann das Dach da drauf. Wunderbar. Oh, es wird schon wieder dunkel. Müssen wir schon wieder schlafen gehen. Verdammt. Ab in die Haya Popaya. Folgen werden ja ein bisschen länger. Die erste war so 26 Minuten. Da müssen wir hier jetzt mindestens bis 50 machen. Also wunderbar. Wir haben also noch ein wenig Zeit. Das freut mich doch. Da schaffen wir auch noch was. Da können wir auch hier unsere Bude vielleicht noch fertig machen. Die gute Glühweinbude. Mir fallen wieder 1000 Deko-Sachen ein, für die wir allerdings komplett dann wieder auch ja, Eisen bräuchten. So Becher aus... Becher könnten wir auch aus Lehm machen. Und wisst ihr was? Ich weiß sogar, wo Ton ist. Ich weiß sogar, wo Ton ist. Das ist ja genial. Da gehen wir gleich mal hin zusammen. Den holen wir uns. Den holen wir uns, genau. Ich habe nämlich hier Eis abgebaut. Gar nicht mal so weit hier weg, von dem Ort weg. Gar nicht mal so weit hier weg, ist auch schön gesagt, oder? Naja, geht so. Und den können wir uns ja nehmen. Wie viele Stufen haben wir noch? 31. Okay, sollte reichen. Weil wir brauchen hier nur noch 5. Und dann kommt hier noch. So, zack. Schön die Glühweinbutze. Schon mal ein Dach drauf gezwirbelt. Ne, das mal, lässt sich doch schon gar nicht so schlecht an. Ja, hier könnte ich natürlich jetzt auch goldene Trittplatten drauf machen. Wunderbar. Das wäre sehr gut. Würde sehr gut aussehen, sage ich mal. Aber wir können ja auch welche aus Stein drauf machen. Oder aus Holz, wie so Untersetzer. Und hier fehlt ein Erde. Okay, wir werden mal kurz Lehm suchen. Dafür müssen wir aber vorerst was trinken. Achso, einen Namen brauchen wir auch noch für das Karussell. Wenn da was einfällt. Ich wollte es eigentlich Netertanz nennen. Weil einmal fahren wir im Kreis, ne? Oder Hexentanz. Hexen passt eigentlich nie. Netertanz wäre doch schön. Weil alle ja um diesen Netherquarz rumfahren. Husten muss ich trotzdem, obwohl ich was getrunken habe. Okay, ich wollte euch was zeigen. Aber vorerst müssen wir das Inventar ganz kurz entmüllen. Ich pack das mal weg. Ja, was haben wir heute denn? Schon den 20. oder so? Ach du Schande. Au, 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 au. Das wird aber eng. Und den... vielleicht gefällt es ihnen ja auch. Wir müssen mal gucken, wie anspruchsvoll der Herr dann ist. Das kann auch erstmal weg. So, gut. Haben wir genug Platz für ein wenig Lamm? Ups. Kleines Bäuerchen schneide ich hinterher raus. Ja, Wasser, ne? Obwohl das ohne Kohlensäure ist. Trotzdem Bäuerchen gemacht. Hm. Unglaublich. Also, geröbst, könnte man auch sagen. Wenn man jetzt ordinär wäre, das sind wir ja nicht. Oh, guck mal, das ist auch ein schöner Weihnachtsbaum. Auch ein schöner Weihnachtsbaum. Ich habe mir ja heute auch einen schönen Weihnachtsbaum geholt im normalen Leben. Aber das interessiert mich wahrscheinlich weniger. Der ist sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr groß. Ich glaube, ich hatte noch nie so einen großen Weihnachtsbaum. Aber da wir jetzt ein bisschen mehr Platz haben, kann ja auch mal ein größerer Weihnachtsbaum her. Gut, haben wir das auch geklärt. Hier ist Lehm. Zack. Da können wir schön Trinknäpfe rausmachen. Ausgezeichnet. Für, ihr wisst schon. Sie wissen schon, Schnick, Schnack. So, wir haben ordentlich Lehm. Da machen wir uns Trinknäpfe raus. Näppe, anderes Wort für Näpfe, ne? Nicht für Schnäpfe. Da ist ein anderes Wort, zum Beispiel, Else. Nein, Else ist hier keine Schnäpfe. Erzählt ihr das bloß nicht. Schaut mal, hier ist auch noch ganz viel Krams, was wir abbauen können. Ist ja auch noch irgendwo Lehm unter? Nein, natürlich nicht. Und wo ging es jetzt nach Hause? Da hinten beim Tannenbaum lang, ne? Beim schönen Baum. Hier sind überall schöne Bäume. Ich glaube hier, ne? Ich werde mich ja wohl nicht da hinten. Ja, ich wusste, dass wir hier lang müssen. Ja, ja, doch, doch. Okay, Freunde, dann machen wir jetzt Trinknäpfe raus. Und diese Trinknäpfe stellen wir dann einfach so hin. Also dann sieht das so aus, als wenn da welche ihren Glühweinbecher stehen haben. Stehen lassen haben. Man kann da natürlich auch noch was reinstecken. Zum Beispiel irgendeine Blume. Da ist das Glühwein mit Blume. Also wie ein Bier sozusagen. Okay. Der Glühweinstand braucht einen Namen, das Karussell braucht einen Namen.
Und unser Kartoffelkönig, der Kleine, braucht auch noch einen Namen. Da warte ich auf eure Vorschläge in der Community. Und guck mal, wir haben fast den ersten Stack Kartoffeln voll. Die sind richtig gut. Und danke nochmal für den Tipp hier mit den Fichtenholzbrettern als Brennmaterial. Das ist bei Kartoffeln echt besser. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da verballern wir nicht so viel Kohle. Das brennen wir uns jetzt hier. Die fahren die Karussell ohne Ende. Da machen wir jetzt mal eine kurze Pause. So. Eine Fahrt, 3 Stunden. also ihr seht schon, die Burger feiern hier schon ordentlich auf dem Weihnachtsmarkt. Achso, ich wollte ja hier so, genau. Die sind schon ordentlich am Feiern. Quatsch. Zack, rein. Und hier unten ist noch keine Kohle drin, aber hier. Zack. Da brennen wir uns jetzt Becher von. Ich überlege gerade, ob hier noch irgendwas fehlt. An unserem Glühweinstand. Eigentlich nicht so wirklich, ne? Ein bisschen Beleuchtung wäre vielleicht nicht schlecht. Ein bisschen Beleuchtung wäre gar nicht schlecht. Da müssten wir aber dann sagen, wir nehmen hier den weg. Und machen hier Lampen hin. Aber die kriegen wir nicht aktiviert. Wir könnten natürlich hier die Kürbislaternen verbauen. Das würde gehen eventuell. Kürbislaterne? Nee, das will er nicht. Dann machen wir es erstmal so. Zack. Und da dann Lampen ran. Also Fackeln. Um das Ganze so ein bisschen höher. Oder man sägt. Das würde auch gehen. Hinfort mit dir, du Garstige. Dass man so ein bisschen höher anleuchtet, ne? Dass man hier sagt, man macht jetzt zum Beispiel hier. Könnte man ja auch einen Stein reinmachen. Die habe ich gerade weggelegt. Okay. Gucken, ob schon ein paar Trinknäpfe fertig sind. Wollen wir erstmal nur einen bauen, damit ihr seht, was ich meine. Hier sind schon mal 7 und hier sind schon mal 8. Sehr gut. Und daraus können wir jetzt ja hier diese Näpfe machen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Blumentöpfe. Davon kommen ein paar zu Flora und ein paar kommen direkt, werden direkt verbraucht. Okay, wo habe ich die hingepackt? Bestimmt hier irgendwo. Zack, genau, 32. Wunderbar. Voll die Kathedralenmusik. Ja, bereiten uns schon mal auf die heiligen Feiertage vor. Ganz klar. Da haben wir noch. Ah, gut, das ist der eine, den wir weggehauen haben. Ist ja richtig. So ist das schon ganz recht. So, wenn wir jetzt nämlich sagen, Täteretätäten. Wir machen hier so. Und machen dann hier den hier. Dann können wir hier oben schön Latüchten reinmachen. So. Was denn? Ja, ich hoffe auch, dass es ihm gefällt, wenn er vorbeikommt, ne? Und dann können wir hier schon mal die schönen Becher hinstellen. Immer mal so. Hier so 2 hin, ne? Dann hier nochmal. Zack und zack. Und vielleicht hier nochmal einen. Zack. Ja, und da können sie dann lustig ihren Glühwein verköstigen. So, jetzt müssen wir das hier noch ändern. Mit dem Holz, das muss weg. Da kommt jetzt wieder so ein Ding drauf und Fackeln dran. Ja, ne? Und dann haben wir unseren wunderschönen Glühweinstand. Da muss natürlich irgendwo noch ein Name dran. Glühweinstand zum Beispiel. was essen? Nicht vergessen. Und ich höre schon wieder kleine Kinder. Und ich glaube, die sind hier echt im Türenlabyrinth. Seid ihr hier drinne? Seid ihr hier im Türenlabyrinth gefangen? Wo sind sie denn? Ist hier jemand? Hallo? Ich höre die doch. Hätte ich jetzt gedacht. Aber auf jeden Fall sind sie da. Man hört die kleinen Dorfbewohner. Sie verstecken sich. Die spielen bestimmt verstecken oder so. Ah, guck mal hier. Das ist aber nett. Da ist doch der kleine Dorf. Die kleine Dorfbewohnerin. Hallo. Guten Tag. Was machen Sie denn hier? Da. Hallo, na? Also die haben hier ihren Spaß auf jeden Fall. Gut. Wo waren wir stehen verblieben? Hier. Die Sonne geht unter, schon wieder ein Tag rum. Unglaublich. An so einem Tag, ne? Wisst ihr ja. Ist immer nichts dran. Unser Glühweinstand ist auch fertig. Ist es nicht wunderschön? Dann kommt als nächstes natürlich die Schleckereienbude. Und dafür müssen wir dann nochmal Korn anpflanzen oder was ähnliches. Und dann müssen wir noch den Weihnachtsbaum schmücken. Ist schon noch einiges, was wir noch tun müssen.
Man könnte hier natürlich sagen, man macht hier dann zum Beispiel einen ganzen Block hin. Oder man setzt hier dann ein Schild dran. Das geht ja auch. Das Namensschild dann für den Glühweinstand. Irgendwo hatten wir noch Namensschilder. Naja, da gucke ich nochmal. Aber an sich finde ich den schon gar nicht so schlecht. Ne? Hier können die Leute dann drin arbeiten und ausschenken. Hier ist wird der Glühwein schön warm. Da kann man auch noch irgendwelche Kräuter mit reinwerfen. Kräuterwein zum Beispiel, ne? Und du bist nicht mehr sauer auf mich. Guck mal, wir sind wieder richtig gute Freunde geworden. Komm her, ich nehme dich mal in den Arm. Ja, ja. Alles vergeben und vergessen. War ja auch nur ein Schneeball. Muss man sich auch nicht so anstellen, ne? Eigentlich. Okay, Freunde. Tja, Zeit ist um. Und ich sag mal wieder, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedergesehen. Bis zum nächsten Mal aus dem wunderschönen Sternensingen. Und ich gehe jetzt erstmal Glühwein trinken.